Hallo, ich bin Viktor und willkommen zu Viktor Testet. Heute habe ich ein paar Tipps und Tricks für euch mitgebracht, rund um die wichtigsten Rührelemente und Zubehörteile der Cooking Chef. Das erste, was natürlich wichtig ist, damit ihr das Optimale aus eurer Cooking Chef rausholt, ist, die Rührelemente exakt zu justieren, fein zu justieren, sage ich dazu. Ich zeige euch das mal anhand des Ballonschneebesens. Dafür öffnet ihr den Rührarm der Cooking Chef, steckt den Schneebesen hier oben rein. Im Lieferumfang befindet sich dieser Schlüssel. Damit löst ihr hier die Kontermutter. Dann schließt ihr den Rührarm der Cooking Chef, greift am besten einmal kurz mit der Hand an den Schneebesen und gibt ihm einen Schwung, dass er sich bis zum Schüsselboden runterdreht, dann bleibt er von alleine stehen. Wenn das passiert ist, eine ganze Drehung wieder zurück machen, den Rührarm öffnen und dann seht ihr hier oben schon das Gewinde. Das heißt, die Mutter muss dann ein bisschen nachgezogen werden und dann am Ende einfach zuziehen das Ganze. Dann schließt ihr den Rührarm der Cooking Chef. Und lasst das Ganze dann einmal kurz bei höchster Geschwindigkeit laufen. Und wenn ihr kein schleifendes Geräusch hört, dann habt ihr ihn perfekt eingestellt. Und jetzt könnt ihr ein einziges Eiweiß schlagen oder eine Hühnerfarm. Das einzige Rührelement, was ihr nicht einstellen braucht, das ist der Knethaken. Alle anderen Rührelemente sollte man am Anfang fein justieren. Eine weitere häufig gestellte Frage ist, warum beim Flexi-Rührelement der Cooking Chef gleich zwei Gummilippen dabei sind. Ganz einfach, ihr habt zwei Gummilippen dabei in schwarz und grau, damit ihr sie einfach optisch auseinanderhalten könnt. Ihr könnt zum Beispiel die graue für herzhafte Speisen verwenden und die schwarze für süße Speisen, damit es keine Geschmacksübertragung einfach zwischen den Lebensmitteln gibt. Umgekehrt geht es natürlich genauso. Wenn ihr zu Hause mit dem Flexi-Rührelement arbeitet, wird euch auffallen, dass es eventuell ein bisschen quietschen kann. Das ist ganz normal, denn wir haben hier eine flexible Gummilippe und die soll schließlich hier am Topfboden und am Topfrand direkt langleiten, damit alle Zutaten möglichst optimal verarbeitet werden. Um dieses zu vermeiden, habt ihr zwei Möglichkeiten. Wenn ihr zum Beispiel mit Öl etwas anbraten wollt, dann könnt ihr dieses Öl einfach am Schüsselrand entlang nach unten laufen lassen. Dann ist die Schüssel quasi eingefettet, das Quietschen ist nicht da. Die Alternative, wenn ihr was backen wollt, mit Butter arbeiten wollt, dann könnt ihr auch ein Stück Butter nehmen und das an der Gummilippe hier langziehen. Auch dann ist diese eingefettet, das Quietschen ist weg. Und natürlich sowieso, wenn diese warm geworden ist beim Kochen, ist das Quietschen auch nicht mehr da. Im Lieferumfang der Cooking Chef ist dieses Zubehörteil enthalten und da fragen sich die meisten, was ist das? Dieses hier ist ein sehr, sehr praktisches Zubehörteil und zwar ist das der Rührhilfestab. Der Rührhilfestab gehört zum Thermoresist-Glasmix-Aufsatz der Cooking Chef und ist dafür da, falls ihr hier Dinge zerkleinert, die von der Konsistenz dickflüssiger sind, sagen wir mal zum Beispiel ein Slush-Eis oder ein Soft-Eis wollt ihr machen oder ihr habt einfach die Zutaten sehr, sehr grob geschnitten, dann könnt ihr mit diesem Rührhilfestab durch die Mitte des Deckels einfach hier reingehen, um die Zutaten in Bewegung zu bringen, damit diese vom Messer erfasst werden und zerkleinert werden können. Hier habe ich noch einen ganz besonderen Tipp für euch, was die Rührelemente der Cooking Chef angeht. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, das Koch-Rührelement zum Beispiel gemeinsam mit dem Profi-Ballonschneebesen laufen zu lassen. Ich zeige euch das mal ganz kurz ohne Schlüssel, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze gemeinsam arbeitet. Wofür ist das sinnvoll? Wofür könnt ihr das gebrauchen? Als Beispiel, wenn ihr einfach eine schaumige Masse schlagen wollt, ohne dass ihr am Topfboden ansetzt, wie zum Beispiel für Baisers oder eben Meringue. Dafür ist das hervorragend geeignet. Schaut mal her. Von einigen von euch hat uns auch folgende Frage erreicht. Wie bekomme ich am geschicktesten den Antrieb von dem Multizerkleinerer ab? Wenn es so sich nicht lösen lässt, dann ist der Tipp von mir folgender. Ganz, ganz einfach. Ihr nehmt den Multizerkleinerer, macht ihn auf den Anschluss auf der Cooking Chef oben drauf und dreht das Ganze ganz vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn und schon ist der Antrieb gelöst und ihr könnt ihn ganz entspannt und locker von der Cooking Chef nehmen und der Multizerkleinerer kann im Geschirrspüler verschwinden zur Reinigung. Ich hoffe, dass durch meine Tipps und Tricks euch das Arbeiten mit der Cooking Chef jetzt noch leichter von der Hand geht als vorher und schaltet wieder ein, wenn es heißt Viktor testet.